Und wie sind deine Schießkünste? Heute brauchst du mal wieder einen Gummi und so kleine Kartonteile. Dafür habe ich mir einfach kurze Streifen runtergerissen und die dann einfach einmal zusammengefalten und nochmal zusammengefalten und dann hier nochmal in der Mitte geknickt. Dann schauen die Teile so aus. Entweder du machst es mit Kartons oder einfach mit irgendwelchen Papierschnipseln und dann hast du im Endeffekt deinen Schussapparat schon fertig. Und was du natürlich noch brauchst, sind irgendwelche Zielscheiben. Für die Zielscheiben habe ich jetzt einfach mal Schraubdeckel genommen von irgendwelchen Dosen oder von irgendwelchen Gläsern. Was ich gemacht habe, einfach ein bisschen Klebeband rein, um das Ganze zu fixieren. Dann rollen die nämlich auch nicht weg und halten die schön an der Stelle dran. Und wie funktioniert jetzt das Ganze? Nimm deine zwei Finger, Zeigefinger und Daumen, Gummiband umwickeln, so ist es relativ lasch. Dann gehen wir einfach so, schlagen das ein und nochmal rüber. Dann hast du dein Band fertig und jetzt geht es noch um das Einfädeln. Das Ganze hier schaut dann so aus. Also du schlägst es einfach einmal hier drüber, zusammengezogen und ab geht die Post. Viel Spaß beim Spielen, viel Spaß beim Schießen und schick uns gerne ein Bild von dir und einen Kommentar, wie es bei dir funktioniert, ob du der Schützenkönig bist oder ob du noch fleißig weiterüben musst.